Gut, also wir waren beim Define Function, Lambda, wir haben das schon alles implementiert. Ich habe hier mal kurz eine kleine Geschichte gemacht, die es mir jetzt leichter macht, Expressions einzugeben. Ich habe mal kurz diesen Workspace hier verknüpft mit unserem Scheme Interpreter. Dazu kann ich hier im Smalltalk mir eine eigene Programmiersprache quasi definieren, als Subklasse von Programming Language hier. Und kann da Evaluator-Klasse definieren. Da habe ich jetzt unseren Evaluator mal reingehängt. Und das erlaubt mir, dass ich hier jetzt die Programmiersprache umschalten kann auf Scheme 2014 und jetzt hier einfach quasi Expressions eingeben, plus 10, 20, selektieren und mit print it, do it, beziehungsweise print it, dann ganz normal wie im Smalltalk arbeiten. Da komme ich jetzt also in unseren Evaluator, vielleicht als Beweis, dass ich auch wirklich in unserem Evaluator bin. Mache ich mal kurz einen Breakpoint nochmal rein. Halt hier auf der Seite, Evaluate List, Evaluate, genau der da. Was ich nämlich noch machen wollte, war kurz eine Multiplikation definieren. Also wenn ich jetzt hier sage, Evaluate, das sieht man jetzt immer in unserem Debugger drin. Das hier wieder. So, ich wollte kurz eine Multiplikation noch definieren. Dazu müssen wir im Environment kurz, Scheme Environment, hier oben Initialize Top Environment nochmal eine Multiplikation definieren. Analog zur Addition. Built-in Times. Und das führe ich jetzt gleich mal aus, damit es auch wirklich eins da ist. Und hier drin, wenn ich dann ein Built-in-Times kriege, Copy, Paste, Built-in-Times, habe ich hier ein Produkt und das initialisieren wir mal auf 0, auf 1 und sagen, solange noch weitere Argumente kommen, multipliziere ich das hier drauf. Auch da ist ja noch dieser Code drin vom letzten Mal. Gut, den können wir übernehmen. Und non-integer Argument. Eigentlich muss man hier sagen non-numeric, weil stimmt ja gar nicht mehr. Wir unterstützen ja schon Floats hier jetzt auch. Gut, dasselbe hier, non-numeric. Halt, das heißt nicht Sum, sondern Product. So, jetzt müsste eigentlich auch die Multiplikation funktionieren. Copy, Paste, Multiplikation. Schauen wir mal, ob das funktioniert, weil das brauchen wir dann für unser berühmtes Fakultätsbeispiel. Also, wir können addieren, wir können subtrahieren, wir können multiplizieren. Subtrahieren, schauen wir mal, was da passiert. Funktioniert auch. Prima. Dann können wir auch die Fakultät definieren eigentlich jetzt schon mit Do It. Und schauen, was rauskommt, wenn ich sage Fakultät von 3 oder 4. Ja, auch 4. 24, das sieht gut aus. Fakultät von 5. Also wir sind jetzt soweit mit unserem Evaluator, dass er wieder die Standardgeschichten kann. Da schreibe ich vielleicht nochmal Testcases dafür, weil das ist nur so ein Workspace. Da verliert man alles, wenn ich das nicht richtig sichere. Testcase, Built-in, da haben wir doch schon Simple Objects. Simple Objects ist ein blöder Name, es muss eigentlich heißen, auch da hinten Operations. Machen wir da mal 21b, eval built-in functions, dann machen wir das alles weg. Das wäre jetzt in unsere Tests für die built-in functions, genau. Tut der? Der tut. Und das wird jetzt 20a. Und da schmeißen wir den Code da unten raus. Das sind wirklich nur Simple Objects. Tut auch noch. Und den alten schmeißen wir ganz raus. So, jetzt habe ich da mal zwei neue Tests rausgemacht. Built-in Functions, dann nehmen wir das Built-in Functions 1. Und dann machen wir noch Built-in Functions 2. Da testen wir jetzt noch die Multiplikation. Mal
10, 20 und da soll dann 200 rauskommen und hier vielleicht auch nochmal mit Variablen mal a10, a haben wir hier oben definiert, ja, das ist ein privates Environment, das brauchen wir gar nicht. Im Top-Environment ist das ja definiert, glaube ich, mit 10 und dann multiplizieren wir, dann erwarten wir, dass 50 rauskommt, sowas der Art, der Rest schmeißen wir wieder weg. Und das muss jetzt eigentlich auch funktionieren. Ja, das tut auch. Also, haben wir Self-Tests für unsere Multiplikation auch drin. Tatsächlich haben wir es ja mit der Fakultät schon gemacht, aber da können wir jetzt auch schon mal einen richtig schönen Test dazu noch einbauen. Das heißt, ganz am Schluss machen wir Test 4 und 25, Fakultät. Faktorial. Und wir sagen read from string, wir definieren die Funktion. Und wir evaluieren die erstmal. Das evaluiert die Definition und dann sagen wir read from string factorial von 5. Und dann erwarten wir 120. 120 soll da rauskommen. So, Start und es funktioniert. Also das tut schon alles. Und jetzt kommen wir zu unserem berühmten Closure-Test, also eigentlich der kleinste Test, der geht irgendwie, um Closures zu testen. Hier, wir definieren wieder eine Funktion mit einem Argument a, die eine Funktion zurückliefert mit einem Argument n und wenn diese innere Funktion aufgerufen wird, addiert sie wieder a und n. Und dann sagen wir, okay, wir definieren add 20 als das Resultat von diesem make-adder. Wir erwarten also einen adder, der 20 addiert und addieren das dann da drauf. Und jetzt mache ich mal was ganz Böses. Ich mache mal ein add 10 und add 10 hier. Und dann schauen wir mal, was da passiert. Sagen wir hier do it, ausführen, sagen wir hier do it. Ausführen tut auch. Und jetzt sagen wir hier print it und da kommt tatsächlich 20 raus. Es scheint ja schon zu funktionieren, kann das sein? Also ich wiederhole es nochmal, läuft der Film noch? Ich wiederhole es nochmal, weil vielleicht das nicht alles da war. Wir kriegen hier bei add 10, 20, obwohl es eigentlich nicht funktionieren sollte, weil wir keine Closures wirklich implementiert haben bisher, kriegen wir trotzdem die 20 raus. Nun, der Grund ist der, dass wir in unserem Test-Environment, wenn Sie sich erinnern, ein A mal angelegt hatten zum Testen, damit man das nicht jedes Mal wieder neu machen muss. Das heißt, es ist eigentlich so ein Überbleibsel aus halt Environment hier oben, Initialisierung, da drin steckt am Schluss ein A mit dem Wert 10. Das heißt, wir haben hier drin jetzt eigentlich gar nicht dieses A gecaptured, gekriegt mit dem Binding, sondern wir haben das globale A, was ja auch da ist. Da steckt nämlich ein A mit 10. Wenn ich das A umsetze und sage hier define A 100 und probiere jetzt nochmal meinen make-adder aus, dann kommt 110 raus. Daran sieht man, dass der gar nicht gescheit funktioniert. Das war nur Zufall. Das heißt, wir haben hier die freie Variable a, da innen drin, also frei heißt, die ist nicht in dem Lambda definiert, sondern die ist außerhalb. Und da haben wir die globale erwischt, weil es eben zufällig eine globale a gibt. Hätte ich das anders definiert, hätte ich das mit x definiert, machen wir das nochmal, statt mit a. Do it, do it. Und jetzt führe ich es aus. Jetzt sagt, print it. Alt add 20 habe ich hier gemacht, sorry. Add 20. Dann sagt er mir hier no such keys x. Genau das, was wir erwarten, wenn wir keine richtigen Closures implementieren. Das ist die Evaluierung, die kennt kein x. Zu dem Zeitpunkt hier unten. Also, rekapitulieren, selbe, was wir in Lisp gemacht haben. Wir müssen beim Lambda das Environment mitspeichern. Das heißt, unser Build in Lambda, was ich hier habe, evaluate list. Und jetzt wäre es wirklich an der Zeit, dass ich es mal auseinanderziehe. Aber gut.
Hier, die User-Defined Function muss das Environment mithalten, also Environment, das env, das ist das, was zu dem Zeitpunkt gültig ist, das wäre das env, das x hätte hier innen drin. Und ich mache noch einmal einen Halt drauf, dann sieht man es nochmal. Und in der User-Defined Function, gehen wir da mal kurz hin, da muss ich das Environment mir noch halten, da brauche ich also noch einen Slot Environment und einen, wie habe ich es jetzt hier gemacht, ArcList BodyList Environment, das heißt, ich muss hier ArcList BodyList Environment, da kommt ArcList BodyList Environment generieren Set-Methode, das ist jetzt die da und die schmeißen wir raus und dann brauchen wir einen Getter auf das Environment generieren Get-Methode. Dann haben wir hier noch ein Getter, Return Environment. So, das reicht erstmal fürs Erste, auf der Seite. Und hier legen wir es an. Ich mache hier mal einen Breakpoint drauf an die Stelle. Und nachher beim Evaluieren der User-Defined Function mache ich auch nochmal einen Breakpoint hier an die Stelle. Gut, jetzt evaluieren wir zunächst mal das Ding. ArcList, BodyList, ach, da habe ich noch einen vergessen. Das kommt hier an der Stelle nochmal vor. Sie erinnern sich, ich habe den Code ja hier wieder verwendet, na, kopiert, fairerweise. Das heißt, hier muss ich das Gleiche machen. ArcList, BodyList, Environment. Das war in dieser alternativen Define-Syntax. So, nochmal das Ganze. Make Adder hat er gemacht. Jetzt habe ich, glaube ich, meinen Breakpoint verloren, weil ich da nochmal accepted habe. Ah ne, der kommt erst da unten. Okay, jetzt rufe ich das Ding auf, lande hier und das aktuelle Environment ist das Environment, welches das globale Environment. Hier unten hat er noch gar nichts gemacht mit Evaluate User Defined Function. Und hier drin, wo ich das neue Environment mache, ach das wollte ich jetzt eigentlich mal tun, Moment, zeigen. Hier ist mein Environment, in dem ich aufgerufen werde, ist natürlich das globale Environment. Genau, das ist nicht das Environment, in dem irgendwo ein X drin wäre. Das X, das steckt in der User-Defined Function. Gucken wir mal in die Function rein. Function, Environment, die hat das Environment jetzt gespeichert, wo? Sie hat es nicht gespeichert, warum nicht? Moment, da stimmt was nicht. Fn. Ach so, ich bin eh noch an der falschen Stelle. Hier, das will ich ausführen. Da interessiert es mich. Dieses Fn. Da habe ich jetzt das Environment drin mit dem Binding für X gecaptured von vorher. Und das hat als Parent Environment natürlich jetzt das Globale. Das hier. So, und jetzt, wenn ich es evaluiere, beziehungsweise wenn ich mir hier ein neues baue, darf das Parent Environment nicht mein aktuelles werden. Weil damit kriege ich sogar automatisch alle die Dinger von meinem Caller, was ich gar nicht haben will. Also sprich, ich zeige es nochmal. Angenommen, ich mache eine Funktion define function 1 mit einem Argument a und die ruft auf ein f2 mit a und 10 zum Beispiel und dann mache ich ein define f2 mit einem Argument b und die sagt return plus A, B. Und jetzt rufe ich auf F1 mit 99. Also was erwarte ich? Das 99 wird hier auf A wird hier auf 99 gebunden. Er ruft auf F2 mit 99 und 10 als Argument. Halt, da muss ich nochmal ein zweites Argument, C und C, B und C. Und hier drin greift er auf A zu, obwohl es hier nicht in seinem Static Scope ist. Er hat es weder selber definiert, noch ist es global definiert. Doch, global ist definiert, da muss ich einen anderen Namen mir überlegen. AA, wir hatten ja ein A. Und er kriegt das AA deshalb, weil wir hier nämlich als Parent das Calling Environment quasi, das in dem aufgerufen wird, mitgeben. Das ist zu dem Zeitpunkt das hier. Wo das AA drin ist. Und das will ich gar nicht. Das nennt man Dynamic Binding. Und manche Lisps haben das oder hatten das, heute ist nicht mehr wirklich, weil es eben zu sehr, sehr vielen Fehlern führt. Also man will das eigentlich nicht. Das andere ist Static Scoping. So, also wenn ich das hier ausführe,
do it und das hier aus für do it und hier printe. Fortfahren. Oh, ja. Nee, muss eigentlich nicht einmal. Das ist nämlich völlig, ja. Kommt trotzdem die 199, weil der nämlich die muss nicht, aber ist egal, weil der ach so, das B, doch, das ist richtig, ja. So. Auf jeden Fall kriegt er hier das AA von dem da oben mit. Das wollte ich eigentlich damit zeigen, ohne dass er zu einem Fehler läuft. Und läuft hier dann rein. So, und das wollen wir natürlich nicht, also nehmen wir hier den Parent und der Parent von dem neuen Environment, der soll natürlich dann von dieser Funktion das Environment werden. Also Funktion kann man gar nicht mehr sagen, das ist jetzt eine Closure. Vorher war es eine einfache, dumme Funktion. Tatsächlich ist es auch so, wenn wir dann zum Kompilieren kommen, werden wir feststellen, dass wir das gar nicht jedes Mal machen müssen. Also nicht jedes Lambda muss das Current Environment capturen oder halten, sondern nur diese Lambdas, die tatsächlich in denen auf solche Variablen zugegriffen wird. Also angenommen, ich mache ein Lambda, was wirklich harmlos ist, und das kommt oft vor, also zum Beispiel ein Lambda von A, das dann sagt, print A als Beispiel, da ist überhaupt keine Notwendigkeit, dass ich das Environment mir merke, weil der kann sowieso nicht darauf zugreifen, der greift nur auf seine lokalen Variablen zu. Das heißt, wenn wir es kompilieren später, zu Bytecode oder zu Maschinencode, werden wir da eine Unterscheidung machen und werden sagen, wir wollen das gar nicht immer machen, das hat Performance-Gründe später. Und sowas braucht man natürlich häufig, wenn man zum Beispiel was wie Map macht. Also angenommen, ich habe eine Liste, ich sage define meine Liste L als Quote 1, 2, 3, 4, 5 und sage dann Map über die Liste und dann das Lambda. Also ich will jedes Element ausdrucken. Dann braucht dieses Lambda hier gar kein Environment Capture. Und deswegen werden wir später zwischen Closures und Functions nochmal unterscheiden. Also wir werden zur Compile-Zeit dann das Lambda anlegen als Function schon und nur das Environment quasi dann dazu oder nochmal ein neues Objekt bauen, was diese Function wiederum mit dem Environment zusammen in ein Closure-Objekt dann zusammenpasst. Das kann man als Optimierung machen. So, also mit dieser kleinen Änderung müsste es eigentlich jetzt auch richtig funktionieren. Schauen wir mal. Jetzt machen wir wieder unseren Adder. Und zwar mit A, mit dem bösen A. Ne, mit dem X erstmal, mit dem bösen A haben wir es ja. Do it. Und wir hoffen tatsächlich, es kommt die 30. Er hat es also richtig gemacht. Wir können es auch nochmal schauen. Ich definiere mal ein Add 50 und sage da make Adder 50. Do it und jetzt sagen wir add 50 auf die 10 und dann kommt 60 raus. Also das hat jetzt funktioniert und damit funktionieren natürlich auch alle unsere Beispiele von der ersten Vorlesung, was jetzt Objekte und irgendwelche anderen Dinge. Das Set müssen wir noch kurz implementieren, dann können wir auch mutable Objekte machen. Machen wir noch kurz. Ja. Evaluate List, da brauchen wir das Built-in Set. Quote haben wir, Set, da oben sind wir noch. Ist da eigentlich schon eine Definition drauf? Set, Ausrufezeichen. Ah ja, da kommt Built-in Syntax. Okay, das tut schon. Also Set A 100 oder 1000. Machen wir das mal. Do it. Und dann landen wir hier im Built-in Set, das es noch nicht gibt. Und da habe ich den Name. Ist wieder, Sie erinnern sich, RestArgs, das ist das hier, wäre RestArgs First. RestArgs Car. Und der Value, den müssen wir jetzt eigentlich die Expression. Ja, da unten rechts ist aber gerade im Moment eh nichts Wichtiges. Das macht dann, da klauen wir uns den Code her vom Define, der macht das nämlich genauso. Expression und dann Bind, Copy. Wo waren wir hier? So, Expression ist RestArgs Cutter Car. Dann evaluieren wir die Expression. Und dann kommt ein Bind, wobei jetzt brauchen wir eigentlich einen anderen Bind. Jetzt brauchen wir ein Set-Bind. Also der normale Bind legt ja ein neues Binding an in unserem Environment. Der Set soll ja prüfen, ob es schon eins gibt. Also das Set soll nicht einfach auf Variablen zugreifen, die es noch nicht gab, die noch nicht defined wurden. Ich zeig's mal hier. Also wenn ich sage define A10, dann kann ich hinterher sagen Set A100. Das macht er.
aber ich kann nicht sagen, Set, hoffentlich habe ich kein B, naja, das habe ich bestimmt nicht, 999, da sagt er, es gibt noch kein BBB. Erst wenn es ein BBB schon mal gab, dann darf ich da drauf mit Set losgehen. Das ist natürlich einfach, um Fehler zu vermeiden. Da kann man ganz klar sagen, okay, das muss schon definiert sein, damit man nicht aus Versehen neue Variablen reinbringt. So, und das sagen wir jetzt hier einfach Set-Binding und da müssen wir ein neues Interface noch machen dafür. Was war der Value vom Set? Ich glaube, der war auch Void, wenn ich mich recht erinnere. Ja, da kommt auch nichts zurück, also Void. So, das wäre unser Set. Und dann brauchen wir ein Set-Binding. Im Environment, das ist hier drin, Bindings, Value for, da sagen wir set binding a key to new value. Und der muss sagen, wenn ich selber den Key beinhalte, das heißt meine Bindings includes key, wenn der bei mir drin ist, if true, dann sage ich bindings. Also jetzt bin ich hier bei den Smalltalk-Bindings, das ist ja eine Hash-Table, Bindings an der Stelle a key put the new value. Ansonsten sage, wenn ich kein Parent mehr habe, dann bin ich am oben angelangt, dann ist Babbela und no such key. Und ansonsten sage ich, ich gehe einfach eins weiter. Das wär's. Und jetzt mache ich wieder ein paar Testcases dafür. Jetzt habe ich vorher viel hier drin gemacht. Das fällt mir nicht, weil ich das nicht automatisieren kann. Deswegen mache ich jetzt hier erstmal nochmal einen Set-Test. Test 26 Set. Also zunächst mal sagen wir define ABC als 1,99. Und dann evaluieren wir das. Dann sagen wir ABC evaluieren wir mal und dann müssen wir die 199 wieder kriegen. Und jetzt käme als nächstes, wenn ich das immer links schreibe, dann sieht man es nachher deutlicher, das ist vielleicht schöner. Als nächstes sage ich Set ABC auf 299 und dann evaluiere das. Und dasselbe nochmal mit Auslesen, halt, da kann ich den Code nochmal hernehmen. Und wenn ich jetzt wieder auslese, dann erwarte ich, dass eine 2,99 rauskommt. Und wir können fairerweise vielleicht auch gleich noch prüfen, was passiert, wenn ich ein Set mache auf was, was es nicht gibt. Dann erwarte ich einen Error. Das heißt, wenn ich sage Set B, C, D, dann read from und dann self should. Wenn ich das tue, dann erwarte ich, dass da ein Error geraised wird. Should raise error. Okay, tut alles. Also der Error kommt auch. Vielleicht nochmal als Beweis, wenn ich das weglasse, wenn ich einfach nur das Ding hier evaluiere. Dann knallt es hier an der Stelle no such key. Und das ist genau der Error, den er abfängt. Tatsächlich können wir sogar sagen, welcher Error. Wir könnten jetzt zum Beispiel einen Scheme-Error definieren. Das wäre vielleicht nicht schön, nicht schlecht. Machen wir eine neue Error-Subklasse. Das heißt, wir erben von Smalltalk Error. Ja. Und nennen das Scheme-Error. Und dann sagen wir immer, wenn ich einen Error raise, das können wir vielleicht redefinieren hier, indem wir einfach sagen, Error Reporting. Sie erinnern sich, ich habe immer gesagt Self-Error, jetzt sage ich hier einfach Error, Doppelpunkt, a Message und sage Scheme-Error, Raise-Error-String, a Message. Okay, also das ist jetzt nichts Neues, ich raise jetzt einfach einen anderen Fehler, wenn ich Error schicke, statt dem normalen Default. Wenn Sie gucken, das normale Error-Implementers, das normale Error in Object, das raised den Error, den Standard-Error. Und ich möchte gerne einen Scheme-Error raisen. Und das habe ich jetzt redefiniert. Und dann kann ich nämlich in meinem Self-Test
auch schön sagen, ich erwarte, dass genau der Error geraced wird hier unten. Should raise and scheme error. Das ist ganz nett, falls ich nämlich selber einen anderen Fehler noch drin habe in meinem Programm, also Division durch Null oder sowas, dann würde ich ja hier nämlich jetzt sagen, das habe ich aber nicht erwartet. Also. So, no such key, das ist immer noch der da oben. Okay, Debug. Na, no such key, BCD halt. Komme ich da jetzt hin? Ach, das kommt aus dem Environment. Ah, okay, das ist immer noch der falsche. Dann muss ich vielleicht sagen, Scheme, Eval, Error. Ja, der hat immer noch seinen eigenen Error natürlich geraced. Vielleicht soll ich es auch explizit machen. Also, kann man sich überlegen, was jetzt schöner ist. Ich könnte auch sagen, Scheme, Error. Race, Error, String. Und hier drüben auch. So, jetzt müsst ihr wieder stimmen, abbrechen. Gut, grün. Also wir haben auch ein Set. Und eigentlich haben wir damit, glaube ich, so ziemlich alles. Das LED wäre noch interessant, aber das ist jetzt ein bisschen eine Fleißaufgabe. Sie können sich vorstellen, was das LED macht. Sie erinnern sich, LED kommt dann eine Liste von Paaren. Also hier immer eine Variable, var 1, Expression 1, var 2, Expression 2 und so weiter, bis n. Dann, das wäre quasi so eine Liste von lokalen Variablen und da hinten kommt wieder eine Bodylist. Das überlasse ich Ihnen, das können Sie als Hausaufgabe machen, dann implementieren. Der legt ein neues Environment an, bindet jedes var i zu Expression i und evaluiert dann den Body da drin. Relativ. Also Sie können das auch simulieren, wenn Sie Syntax rewriten, wie gesagt, Sie können daraus auch sagen, Sie machen ein Lambda mit var 1 bis var i und die Bodyliste hier hinten hin und rufen das Ding als Funktion auf mit den ganzen Expressions als Argumenten. Expression 1 bis Expression i, das macht dasselbe. Im Prinzip, weil Sie erinnern sich ja, dass das Lambda, wenn es ausgeführt wird, die User-Defined Function, wenn sie ausgeführt wird, kreiert sie ein neues Environment und bindet in dem Environment alle ihre Variablen an die entsprechenden Expressions und führt dann die Bodylist in diesem neuen Environment aus. Und genau das gleiche macht das LED auch. Und damit kriege ich lokale Variablen im Prinzip, syntaktisch für den Programmierer. Aber es ist technisch genau dasselbe und es lässt sich auch durch so ein Makro eigentlich ineinander überführen. Noch vielleicht noch mal kurz zur Wiederholung. Es gibt natürlich zwei LEDs. Es gibt ein LED, was zuerst die Expressions in dem alten Environment evaluiert und dann die Bindings macht. Und es gibt ein zweites LED, was das sequenziell macht. Also die Frage ist dann relevant, wenn diese Expression 2 bereits den Value von var 1 will oder nicht will. Also wenn es ein will, brauche ich ein LED, dass die Expression 2 in dem neuen Environment bereits evaluiert. Also dazu gibt es normal ein LED und ein LED-Stern, die zwei Dinge, das müsste man unterscheiden. Aber das ist eine kleine, wenn Sie es mal haben, ist das dann relativ trivial zu implementieren. So, jetzt kommen wir zu, wie lange haben wir noch, eine Dreiviertelstunde, jetzt kommen wir noch zu, ja gut, können wir auch noch eine Stunde machen, wobei ich müsste, ja, vielleicht pünktlich heute heimgehen. Die nächste Frage, die wir jetzt noch nicht geklärt haben, ist folgendes: Wie gehen wir mit Rekursion um, und zwar speziell mit der Tail, mit dem Tail Call oder Last Call Rekursion. Wir haben hier ja in unserem Evaluator, rufen wir uns ja auch wieder rekursiv auf, Eval. Und zwar hier drin, Evaluation, Evaluate List. Sie sehen, hier sind jeweils immer wieder Evaluate In. Evaluate in, der sagt hier Evaluate List sagt wieder Evaluate in, da haben Sie eine Rekursion drin. Das heißt, wir verlassen uns darauf, dass die Implementierungssprache, hier in dem Fall Smalltalk, das letzte Mal Lisp, das nächste Mal C, dass die bereits auch schon sowas wie Rekursion unterstützt. Das tun sie aber alle nicht wirklich. Also Smalltalk unterstützt nicht die Tailcall-Eliminierung, wobei das könnte, es gibt auch Varianten, die das können, aber per Standard nicht und C schon gleich gar nicht.
Das heißt, da kriegen wir dann ein Problem, dass unser Stack potenziell überläuft. Speziell, wenn Sie sowas programmieren, wenn Sie sagen, define read eval print loop, das ist ja das, worauf wir noch heraus wollen, als, na, vielleicht Kleinbuchstaben, als, vielleicht können wir da gleich das Let anbringen, na, brauchen wir nicht, print das Resultat von der Evaluierung von read, gefolgt von einem rekursiven Aufruf an read eval print loop. So, das geht in Scheme und das Stack läuft nicht über, weil eben in Scheme per Standard definiert ist, es muss den Last Call umsonst machen. Unsere Implementierung hier, die läuft da sofort in einen Stack Overflow und ich kriege dann einen Rekursionsfehler. Und wenn wir das in C programmieren, was heißt sofort? Nach N Evaluierungen natürlich, nach N Durchläufen. Also eine Weile geht es schon gut, aber irgendwann einmal läuft dann der Stack über. Und in jeder normalen Sprache, die Sie so kennen, außer diesen Lisp-Sprachen, Haskell und ML und so weiter, ist das auch so. Also wenn Sie es in Java so machen, wird es wahrscheinlich genauso zu einem Stack Overflow führen, vermute ich. In C gibt es bei manchen Compilern eine Optimierung, dass man per Command-Line-Option angeben kann, ob er Tail-Calls auf dieselbe Funktion, aber nur auf dieselbe, glaube ich, optimieren und da was macht. Nun, wie würden wir das implementieren? Also das eine ist, wir dürfen hier überhaupt keine rekursiven Calls haben in dem System und ich überlege mir jetzt gerade, wie ich das didaktisch am besten rüberbringe. Es gibt zwei Ansätze. Stellen Sie sich vor, Sie würden jedem Funktionsaufruf mitgeben ein Lambda, in dem steht, was es mit dem Resultat machen soll. Das heißt, anstatt angenommen, ich würde sagen, define Funktion 1 von einem Argument A und die ruft auf Funktion 2 mit, sagen wir mal, plus A 1 und das liefert sie zurück. Und dann hätten wir noch eine Funktion 2, define F2, von B und der macht irgendwas plus B2 nochmal was Einfaches. Ist egal, ist mal fürs Erste. Statt dass wir jetzt hier den Return-Wert im Prinzip, und ganz außen haben wir natürlich einen Read-Eval-Print-Loop, das heißt, der würde eigentlich sagen, print F1 von zum Beispiel 10. So, das wäre unser äußerer Aufruf. Angenommen, wir würden jetzt nicht den Return-Wert erwarten, und wir würden das Programm so umschreiben, dass statt, dass es einen Return-Wert zurückgibt, ich ihm mitgebe, was es mit dem berechneten Wert machen soll. Das heißt, ich gebe ihm ein zusätzliches Lambda-Argument mit, was die Funktion ist, die er aufrufen soll mit dem Resultat, das er gerade berechnet hat. Dann würde das so aussehen, der obere Aufruf, also jede Funktion kriegt nochmal ein neues Argument, ich nenne das mal K, und das K ist quasi das Lambda, das sagt, was er mit seinem Resultat machen soll. Zurückliefern tut er nichts mehr. Der oberste Aufruf wird dann zu F1, also dieser Aufruf, ich mache mal da ein paar Striche dazwischen, damit man das nachher sieht. Also dieser F1, dieser Print-Aufruf wird dann zu, ich rufe F1 auf, ich gebe ihm 10 als Argument mit und was er gemacht hat, mit dem soll er mal Folgendes tun. Ich habe hier ein Resultat oder einen Return-Wert und den Return-Wert, den soll er printen, also print red. So. Jetzt ist klar, wenn ich das F1 aufrufe, das braucht nie wieder zurückkommen, weil das, was es tun sollte, kriegt es ja jetzt als Argument mit. Jetzt gehen wir mal weiter, überlegen wir uns, was der hier macht. Der soll F2 aufrufen mit dem Argument und was soll er mit dem Argument machen? Nun, er soll es eigentlich hier wieder zurückliefern, aber jetzt haben wir es umgeschrieben, jetzt kriege ich ja in dem K mit, was er damit eigentlich tun soll und ich gebe ihm jetzt einfach das K weiter. Und hier unten kommt auch ein K, was soll der machen? Der rechnet plus B2 aus und das soll er dann in das K rein. Das heißt, der soll K aufrufen mit diesem Wert. So, und jetzt sieht man, keine dieser Funktionen muss jemals wieder zurückkommen, um das Print zu machen am Schluss. Weil ich gebe dieses Lambda Print hier oben rein, der berechnet da irgendwas aus,
gibt es weiter, der ruft F2 auf, der kriegt das K und der führt es am Schluss auf. Der Letzte braucht nicht mehr zurückkommen, sondern ins Nirvana gehen. Das heißt, normalerweise gibt man hier natürlich ein K, mit das dann am Schluss selber wieder zum Beispiel rekursiv in das F1 springt. Oder wenn das unser REPL ist, wird man hier sagen, ich definiere den REPL, machen wir das nochmal. Also define REPL read eval print loop als printe das, was der eval vom read gekriegt hat. So, und jetzt brauchen wir, jetzt müssen wir da umschreiben, einen read eval print loop. Wir können jetzt vielleicht den read eval print loop nochmal aufdröseln in kleinere. Wir könnten sagen, wir machen zuerst mal einen eval print. Halt, Read-Eval-Print-Loop wird erst ein Read-Eval-Print-Loop, wenn ich da einen Loop mache. Das heißt, ich definiere erstmal ein Read-Eval-Print als den hier und der REPL wird dann ein Read-Eval-Print gefolgt von einem REPL. Und jetzt dröseln wir den nochmal auf in zwei kleinere Teile. Da können wir sagen, wir machen erstmal einen vielleicht Read-Eval-Print. Wegen mir erstmal einen Read-Eval. Also dann rufen wir hier erstmal Read-Eval auf. Read-Eval. Das wird jetzt der Read-Eval. Und der macht nur noch das hier. So. Und jetzt statt dem Read-Eval möchte ich mal für unser Beispiel hier das F1 aufrufen. Also angenommen, der Read hätte jetzt was zurückgeliefert und würde, oder, ja. Ich rufe hier das F1 auf, F1 von 10. Das war schon als Beispiel. Nee, wir können auch den Read lassen. Geht auch so. So, jetzt schreiben wir das um, dass wir sagen, okay, jeder gibt jetzt analog zu hier unten, jeder von denen gibt jetzt quasi über ein zusätzliches K-Argument ein Lambda mit. Also wozu wird unser, das schmeißen wir mal weg da, nach unten. Also der Read-Eval-Print-Loop, define Read-Eval-Print-Loop 2 oder Version 2, der kriegt ein K-Argument und der ruft erstmal ein Der ruft erstmal REP auf und gibt dem ein Lambda mit. Ja, das ist ein Dummy-Argument, wegen mir X. Weil ich ignoriere das Argument, ich ignoriere den Return-Wert hier eh, also das ist ein Dummy. Aber was soll der machen, wenn er fertig ist? Er soll wieder REPL aufrufen. Wieder mit dem K. Gehen wir weiter zum REP, define REP mit K. Der soll jetzt sagen, okay, ich rufe auf, das war ja das alte, er möchte eigentlich das Read-Eval erstmal aufrufen. Das heißt, ich mache folgendes, und das Return-Wert vom Print, muss es vielleicht nochmal aufdröseln. Also als erstes rufe ich read-eval auf und gebe ihm ein Lambda mit. Das, was er gelesen hat, das wäre der read-val. Und der soll dann seinerseits das print aufrufen. Also der ruft print auf und übergibt dem wieder ein Lambda. Und was soll der print? Der kriegt das K als Argument. Und weiter geht's mit dem, wo waren wir, read-eval. Define read-eval. K. Ich rufe zuerst den read auf. Ohne Argument und gebe ihm als K, als Lambda mit das, was er gelesen hat, read-val. Und das soll der Eval kriegen. Eval, den Redval. Und dann soll der Eval das K aufrufen auf das, was er evaluiert hat. So,
Und jetzt braucht wirklich keiner von denen jemals zurückkommen, weil wenn der am Schluss das K aufruft und der da, nachdem er geprintet hat, der ruft ja Print auf zunächst mal und Print sagt, wenn du weiter, deine Continuation, da wo du weitermachen sollst, das ist das, was ich hier als Argument reinkriege. Und das ist genau das hier, was wieder REPL aufruft. Das heißt, keiner von denen muss jemals wieder zurückkommen. Das war jetzt mal der Ansatz, das zu versuchen in Lisp, Notation, Ihnen es klar zu machen. Jetzt versuche ich es nochmal in einer Java C Smalltalk-Notation klar zu machen. Da sieht es ein kleines bisschen anders aus, aber im Grunde genommen dasselbe. Ich definiere jetzt, nehmen wir mal an, wir hätten eine Function. Kann ich das machen? Ja gut, okay. Wir hätten eine Function 1. Und zwar das Beispiel hier oben wieder. Die ruft F2 auf. Von A plus 1. Jetzt bin ich voll in JavaScript oder sowas. Und die kriegt ein Label mit. Als Argument. Das Label ist das, wo sie hinspringen soll, wenn sie fertig ist. Jetzt rufe ich die auf, von ganz oben hier wieder das da. Ich sage also ganz oben, ich rufe Function 1 auf mit Function 1 mit einem Argument 10 und als Label gebe ich L1 mit und L1 ist die Adresse von dieser Folgeinstruktion. Das können sie nicht machen in Java und in JavaScript, das geht nicht, weil diese Labels nur lokal sind. Aber nehmen wir mal an, sie könnten das. Und Sie würden dann hier hinten sagen, ich rufe F1 aus und am Schluss sage ich go to L. Nur als Beispiel, angenommen, das wäre möglich. Und das Ähnliche, jetzt rufe ich, und dem F2 gebe ich jetzt ein L2 und hier habe ich ein Label L2. Und jetzt rufe ich F2 auf. F2 wäre jetzt auch wieder eine Funktion, die berechnet plus B1, also B, die rechnet, die hat gesagt, berechne B plus 1 und jetzt springt sie an das Label, sagt sie go to Label. Muss ich natürlich noch einen Return-Wert mitgeben, also go to Label, sagen wir mal, with dem Value als Zusatzwert. Angenommen, das ginge. Angenommen, es gäbe ein go to with Sprachkonstrukt. Okay, dann würde der das sagen. Der würde hier sagen, value gleich das, was der da drückt. Nee, eigentlich nicht, weil hier kommt ja der with value schon her. Also ich habe hier ein with x und dann würde ich hier sagen, go to L with x. Ja? Angenommen, ich könnte das tun. Angenommen, ich könnte ein go to machen. Und könnte da noch einen Wert mitgeben. Und bei dem GoTo käme ich raus und könnte hier definieren, wie der Wert heißen sollte. Das soll jetzt hier x heißen. Ja, dann käme ich ja hier wieder raus. Weil hier rufe ich F2 auf und sage dem, wenn du fertig bist, go to L2. Mit deinem Wert. Und dann kommt er hier wieder raus. Und der selber hat ja gekriegt, wenn du fertig bist, geh bitte zu dem L mit deinem Resultat. Das ist ja dann das x. Das ist zu viel. Okay, und der Aufrufer ganz außen, der sagt, okay, der da hin, und dann lande ich hier with x und habe dann ein Resultat, würde das printen zum Beispiel, würde ich hier sagen, print x. So, jetzt habe ich quasi die Return-Adressen immer mitgegeben als Argument, wenn man so will. Ich verlasse mich jetzt erstmal nicht auf irgendeinen Stack, weil ich gebe die Return-Values immer nur, die Return-Adressen immer nur mit. Und sag, wenn du fertig bist, spring bitte an die Return-Adresse, die ich dir mitgebe. Plus, dass du einen Wert übergeben kannst, was in wirklichen Programmiersprachen nicht geht. Aber angenommen, es ginge. Dann brauche ich mir selber die Return-Adresse von dem F2 gar nicht merken. Weil der macht ja hier keinen Return am Schluss. Das heißt, ich kann mir das komplett sparen. Genau das gleiche für den hier. Der braucht sich das auch nicht merken. Also der Call von hier zum F1 müsste keine Return-Adresse sich merken, weil der sowieso keinen Return macht, sondern der nachher in das Go-to-L geht. Wenn ich das könnte, alles. Nun, wie kann ich das machen? Ich kann das tatsächlich machen. Ich kann nämlich ein Objekt definieren
und kann sagen, in dem Objekt übergebe ich, wo es weitergeht. Und als Rückwert kann der mir dann in diesem Objekt auch quasi den Return-Wert mitgeben. Das heißt, ich definiere einen Typ, sagen wir mal sowas wie eine Structure, Struct Cont oder Struct K, die besteht aus einem Label, das wäre das Continue-Label, und dann hätte sie noch ein Redwall, das wäre irgendein Objekt, Redwall. So. Weil ich nämlich nicht zwei Sachen quasi mit einem machen kann, muss ich jetzt Folgendes machen. Ich muss hier sagen, ich rufe das F1 auf mit einem New K. Das heißt, ich muss erstmal sagen, ich mache mir ein neues K und sage dann K.ContinuationLabel ist gleich das L1. Das geht soweit. Dann rufe ich das auf mit dem L1 und dann landet er hier beim Label 1, wenn er ein GoTo nur noch kann. Und dann hätte ich meinen Return-Wert in k.redwall. So, wenn ich jetzt hier reinkomme, kriege ich hier wieder so ein k als Argument. Der sagt, ich muss erstmal ein Value berechnen. Ja, erstmal muss er hier auch wieder ein neues new k machen. Der muss ein new k, k2. Naja, eigentlich ist das nicht new, das ist so ein k gleich new Cont, so, dann sind wir jetzt richtig syntaktisch. K gleich new cont und k.contLabel. Okay, und hier gleich das Gleiche, hier sage ich k2, was ein lokales ist hier drin, k2 gleich new cont und dann sage ich k2.continuationLabel ist gleich das L2 und dann rufe ich das F2 und übergebe dem das K2 mit. Und wenn ich hier wieder rauskomme bei Label 2, dann habe ich in k.redwall den Value. Richtig? Den muss ich jetzt, nee, in k2.redwall habe ich den Return-Value von dem F2. Den muss ich jetzt in dieses k reinschreiben. Das heißt, ich schreibe jetzt eigentlich k.redwall, das ist nämlich mein Redwall, ist gleich der und dann sage ich go to k, was mein k ist, k.label, cont-label. Jetzt kommt noch der letzte, der da. Der macht gar nichts, der ruft nichts mehr rekursiv auf, das heißt, der berechnet nur den Value, dann setzt er den K, was er reinkriegt als Argument, die Continuation wieder. K.redwall ist das, was er berechnet hat und dann sagt er go to k.contLabel. So, jetzt sind wir schon viel näher dran, eigentlich sind wir schon fast durch. Also wir sehen, jeder, der eigentlich wieder eine andere Funktion aufruft, muss zunächst eine neue Continuation machen, muss in die Continuation legen, wo es weitergeht, ein Label, muss dann die Funktion aufrufen mit der Continuation als Argument. Hier kommt er nie raus, das heißt never reached. Wir müssen am Schluss das bloß noch so hinkriegen, dass es syntaktisch auch in unserer Programmiersprache geht. Bis jetzt geht es noch nicht, aber das, wenn wir das Konstrukt noch nicht haben, aber fast. Also hier hätten wir never reached, copy, aber das Label wird reached, weil der nämlich hier hinten go to macht. Und hier haben wir auch ein never reached, das ist der Uraufruf, der allererste. Und ja, nach dem go to haben wir natürlich hier auch ein never reached, das ist klar. So. Also jeder, der eine Funktion aufruft, muss eine neue Continuation anlegen, das Label, wo es weitergeht, da reinschreiben und das als Argument mitgeben. Gleichzeitig übergibt derjenige, der aufgerufen wurde, in diesem K den Return Value und springt dann am Schluss dorthin. Wenn Sie das jetzt in Assembler machen oder in C, dann könnten Sie hier in C ein Assembler direkt das so umsetzen. Das heißt, Sie könnten tatsächlich richtig ein Go-To machen, weil Sie sehen, Sie brauchen hier gar nirgendwo einen Stack. Sie könnten diesen Call können Sie auch durch einen Jump implementieren, weil der ja sowieso nie zurückkommt. Das heißt, dieser Call wird auch schon ein Go-To. Ja. Ganz genau, das machen Sie. Natürlich, ein eigener Stack. Tatsächlich ist das genau das, was ein Stack-Frame ist. In einem Stack-Frame steht die Return-Adresse drin, plus vielleicht noch ein paar lokale Variablen. Nur, dass wir die jetzt hier nicht auf dem Stack anlegen, sondern letztendlich im Heap-Space zunächst einmal. Technisch. Vielleicht können wir es nachher noch optimieren, dass wir das genauso schnell hinkriegen wie ein Stack. Tatsächlich kann man das machen.
Aber das ist der eigentliche Trick dabei. Nur, wenn wir das mal unter Kontrolle, wir wollen es unter Kontrolle kriegen, wir wollen unter Kontrolle kriegen, wann so ein neues Frame angelegt wird und wann nicht. Weil jetzt kommt nämlich der Trick. Der hier, der sagt nämlich eigentlich Folgendes. Der sagt, ich gehe zu F2, also machen wir das nochmal vollständig, das wird nämlich auch ein Go-To hier an der Stelle, weil der übergibt ja das Label und hier hinten kommt ein Go-To-Continuation-Label, weil ich ja hier sowieso nie wieder zurückkomme. Der hier geht zu F2 und sagt, wenn du fertig bist, dann mach bitte da weiter, was K2 definiert. K2 definiert, hier geht's weiter. Was macht er hier? Er holt den Return-Value raus, tut ihn in seinen eigenen Return-Value und sagt dann, ich gehe da wieder hin zurück. Na, hätte er ja dem F2 auch gleich sagen können, bitteschön, liefer dein Return-Value demjenigen, dem ich eigentlich hätte liefern müssen, oder? Letztendlich könnte man sagen, F2 kann ich auch so programmieren, dass ich sage, Function F1 von A, K ist, und hier, das spare ich mir, ich lege kein neues Ding an, sondern ich rufe einfach, ich sage einfach go to F2 und ich übergebe A plus 1, natürlich das Argument, was ich berechne, aber ich übergebe mein K dem. Und hier ist nach wie vor never reached. Und das war's schon, mehr brauche ich nicht. Und wenn man sich jetzt anguckt, wozu ist jetzt der Tail Call? Das ist nämlich ein Tail Call, das ist der letzte Call, bei dem kann ich das machen. Nur beim letzten. Ich zeige nachher noch eine Funktion 3, die aus 2 Calls besteht. Da sieht man, dass es da natürlich nicht geht. Aber hier geht es jetzt. Und hier habe ich jetzt kein neues Stackframe angelegt, sondern ich habe automatisch tatsächlich das alte Stackframe, was das K wäre, wenn ich jetzt in Stackframes denke, war, einfach weitergereicht und keinen neuen Speicher allokiert. Und damit, auch wenn man sich dann den Code anguckt, der durchlaufen wird, wird quasi der Tailcall zu einem Go-To, tatsächlich ohne irgendwas mehr. Das heißt, es ist noch ein Go-To. Jetzt kommen wir zu einer Function, die 2 aufruft. Also was wird aus einer Function 3? Ich schreibe sie zunächst mal hier oben wieder in klassischer Notation hin. Define F3 von, ist völlig wurscht, was die macht. Die kriegt auf jeden Fall auch ein K. Und die soll aufrufen zunächst mal ein F4. F4 voll ohne Argument und dann ein F, ach, machen wir es doch komplizierter, machen wir mit einem Argument C und die soll sagen, ich rufe F4 mit C auf und das Resultat von dem, da addiere ich 1 drauf, plus 1 und dann rufe ich mit dem F5 auf und das wird mein Return-Wert. Das ist eine List-Notation hier oben, also muss ich da andersrum schreiben, muss ich sagen F5 von F4 von C plus 1, plus C1, das war jetzt noch Lisp, plus C1 und ohne Semikolon sowas. Und jetzt in unserer JavaScript-Sprache wäre das dann eine Function, zunächst einmal Function F3, von C, ohne K erstmal, also die normale rekursive Version zunächst, der sagt Return, machen wir es ausführlich, machen wir erstmal ein Objekt T1 ist gleich, der sagt T1 ist gleich, ich rufe ja zuerst das auf, also C plus 1, dann sage ich, dann habe ich noch ein T2, mache es mal ganz ausführlich, damit man das nachher besser sieht. Dann sage ich, T2 ist gleich F4 von T1. Und am Schluss würde ich sagen, T3 ist gleich F5 von T2. Ist das richtig? Ja. Und dann würde ich sagen, Return T3. So, Jetzt schreiben wir das um in Continuation Parsing. Also wir hätten wieder eine Function F3. Mit einem Argument C und einem Continuation K Argument. Der muss jetzt zunächst mal sagen, okay, das T1 kann er noch machen, der sagt jetzt also erstmal T1, weil das eine Build-in-Operation ist, das ist quasi eine Build-in, die kann er so machen. Also T1 und dann sage ich T1 ist gleich C plus 1. So, jetzt muss er F4 aufrufen. Also ich sage go to F4 und übergebe eine Continuation, die muss ich jetzt anlegen. Also sage ich K
ist gleich new continuation. Da gehört auch ein Semikolon hin. Und dann sage ich k.cont label ist gleich LF31, sowas. Und dann go to F4, ich übergebe, was kriegt der mit? Der kriegt das T1 und der kriegt das K. So, jetzt komme ich dann in LF3-1 raus. Mit K angenommen. Wir werden gleich noch sehen, wie wir es am Schluss noch wirklich hinkriegen, dass es funktioniert, also dass es auch in C und in Java funktioniert. Jetzt komme ich hier raus und hätte das K an der Hand. Jetzt muss ich also wieder, entweder kann ich sie wieder verwenden, ich kann sogar diese Continuation nochmal wieder verwenden zu dem Zeitpunkt, aber ich lege eine neue an. Das heißt, ich brauche hier eine Cont K1. Eigentlich bin ich, ja, Cont K1. Sag hier K1 und sag hier auch K1. So, jetzt lege ich eine neue an und sage K2 ist gleich new cont. K2.contLabel ist gleich LF3-2 und ruf auf go to F5 mit Argument T2. Ach so, was war T2? T2 ist gleich natürlich der Return-Wert von vorher. Also das k1.redval. Und dann gebe ich dem hier das t2 mit. Und dann lande ich bei lf3-2 am Schluss. Da kriege ich jetzt mein t3 raus. t3 ist jetzt der k2.redval. Und dann sage ich, muss ich selber returnen. Also muss ich sagen, mein k.redval ist gleich t3. Und dann sage ich go to k.contLabel. So, das wäre zunächst einmal die Funktion F3 jetzt wieder umgeschrieben. Und jetzt sehen wir hier auch wieder, das ist der Last Call. Das heißt, das können wir uns gleich sparen. Also dieses New Allocation sparen wir uns und übergeben dem F5 unsere eigene wieder. Den da oben können wir nicht sparen, weil unser eigenes K geht raus, aber hier wollen wir eigentlich ein K übergeben, indem wir noch was machen. Also sparen wir uns das hier weg, das heißt, wir würden hier gleich sagen, go to F5 und mein K ist quasi die Continuation von dem F5 und damit haben wir wieder den Tail, den letzten Call durch ein go to ersetzt. So, jetzt haben wir noch ein Problem, wie kriegen wir das jetzt in C, Smalltalk oder Java rein, weil wir können nicht quasi einen go to machen. Also erstens mal können wir kein Go-To machen in eine Funktion rein, sondern wir können sie bloß aufrufen. Das heißt, damit wird schon unser blöder Stack allokiert. Das ist saudumm. Jetzt gibt's in C gibt es einen ganz, ganz genialen Trick. Ich weiß nicht, kennen Sie alle Long-Jump und Set-Jump? Sie können sagen, ich mache einfach einen Function-Call und mache dann nach 1000 Function-Calls oder wenn mein Stack eine bestimmte Größe hat, weil ich brauche den eh nicht, den C-Stack. Sie wissen, der ist ja nur Schrott. Dann mache ich einfach einen Long-Jump ganz oben hin und mache ganz normal weiter, damit wird der Stack aufgeräumt. Sie arbeiten ja sowieso nur mit ihren Continuations und die müssen sie außerhalb des Stacks allokieren. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist ein sogenanntes Trampolin. Trampolin heißt, das ist ein Programm, eine Funktion, die immer irgendwo reinspringt und überall da, wo der ein Go-To machen will, in eine andere Funktion, springt der wieder zurück und lässt den Go-To machen. Okay, ich zeige es gleich, wie es geht. Trampolin funktioniert so. Wir kommen auf das nochmal zurück, wenn wir bei C sind. Das ist jetzt eine Einführung nur für Sie, weil ich das letzte Mal auch gesagt habe, Sie sollen sich mal Gedanken darüber machen. Ob Sie. Das Trampolin funktioniert so. Tramp kriegt am Anfang eine K als Ursprungsargument und der macht Folgendes. Der sagt, ich springe nach K, also quasi Call, jetzt ein richtiger Call, oder vielleicht, ich weiß nicht, die C-Notation kennen Sie, da würden Sie sagen, indirekt K-Pfeil cont-Label und dann hier geben Sie ein Argument mit. Das wäre jetzt in C. In Java geht es nicht so leicht. Eigentlich geht es gar nicht.
weil sie nur Methoden aufrufen können. Das heißt, da müssten sie das K so, ja, da haben sie jetzt echt ein Problem. Also gut, die Java-Leute sind gefordert, die müssen sich was überlegen. Vielleicht fällt mal gut. Also ich schreibe es mal abstrakt hin. Sie wollen eigentlich einen Call machen, und zwar das, wo k.cont-Label, das wäre eine Function, die da drin ist, und weil sie halt in Java nur Objekte haben und keine richtigen Functions, es sei denn, sie haben jetzt die Lambdas, die neuen, damit könnten sie es vielleicht hinkriegen. Eigentlich wollen sie nämlich eine Funktionsadresse hier mitgeben, oder ein Lambda oder was immer, und übergeben das k vielleicht auch noch mit als Argument. Und was sie zurückkriegen, ist ein new k. So definieren wir das. Und das Ganze machen wir true, while true. While true macht das. Das wäre unser Trampolin. So, der springt jetzt, und jetzt das Trampolin starten wir von ganz oben. Also hier, um diesen ersten Ding zu starten, hier oben sagen wir, wir generieren eine neue Continuation. Und dann rufen wir das Trampolin auf. Und das erste, ja nee, wir wollen hier erstmal reinspringen. Nehmen wir an, das wäre unsere Function F0. Function F0. Ohne Argument, die hat ein initiales K. Und tatsächlich bleibt der da drin, oder? Das ist ja, ist das unser REPL? Nee, noch nicht. Ja gut, wir müssen die Show irgendwie starten, indem wir einmal eine Continuation bauen. Das heißt, wir bauen hier zunächst mal ein New Continuation. Und das wird unser initiales K0. Und dann sagen wir K0.cont-Label ist gleich, das ist die erste Funktion, in die wir reinspringen wollen, zum Beispiel, sagen wir mal, das F1. Ja, also ist gleich F1. Und jetzt haben wir noch ein Problem mit diesem Trampolin uns geschaffen. Wir müssen die Argumente übergeben, weil wir jetzt, wir können hier nur das K als Argument. Das heißt, unser K, uns diese Argumente, die wir bisher hier übergeben haben, die übergeben wir jetzt gleich in dem K mit. Das heißt, wir machen hier einfach noch ein objarg rein. Und sagen dann hier k0.argument ist gleich, was wollten wir als erstes Argument haben? Die 10. Genau, da geben wir die 10 rein. So, und dann springen wir in das Trampolin und übergeben dem das k0. So, was macht das Trampolin? Das Trampolin holt das k0 raus, holt das Continuation Label, was f1 ist, und ruft das Ding auf. Das heißt, wir landen jetzt in der Funktion f1. Wir kriegen also eine neue Funktion f1, die der unteren entspricht, die da. Hole ich mal her, nur dass das Argument, dass das Argument A jetzt was anderes ist, das steckt nämlich jetzt hier innen drin. Das heißt, warte mal, haben wir in F1 angefangen? Doch, haben wir. F1 haben wir angefangen. Okay, das A ist jetzt in der Continuation das erste Argument. Also dieses Ding da, k.arg. Holen wir uns da raus, bauen eine neue Continuation auf, h2.cont-Label, sagen k2.argument ist gleich das a plus 1. Und jetzt kommt's, wir wollen hier eigentlich ein go-to-f2 machen, können wir aber nicht. Wir springen zurück ins Trampolin und sagen return k2. Da kommen dann hier wieder raus und haben jetzt das K2, sind wieder in der Loop, der springt jetzt nach K2.cont-Label, was genau der Go-To ist, den wir hier haben wollen. Das ist der Trick. Die Details kommen noch, also wir brauchen noch ein bisschen mehr, damit wir wieder richtig gescheit zurückkommen. Können Sie sich vielleicht auch überlegen, aber die Zeit ist nicht ganz rum. Die Grundidee ist eigentlich die, dass man überall, wo man einen rekursiven Aufruf hat, man die Funktion in zwei Teile splittet. Und also quasi hier an der Stelle würde ich jetzt eine neue Funktion draus machen, die heißt EvaluateList Teil 2, die vielleicht mit Argumenten versorgt wird, vielleicht aber auch nur mit dem K-Argument. Alles, was ich normalerweise in Argumenten und in lokalen Variablen habe, muss ich in diesem K halten, weil das ist das Einzige, was überlebt zwischen den Dingern. Das K entspricht unseren Stackframes von normalen Programmiersprachen. Da muss ich alles drin halten. Und wenn Sie auf Assembler runtergehen, sparen Sie sich dieses Trampolin. Da können Sie nämlich gleich mit GoTo zum nächsten rüberspringen. Nur in Sprachen, in denen es kein GoTo gibt,
also ein Go-To zwischen Funktionen. Es gibt auch Compiler, die zum Beispiel Scheme kompilieren nach C, die dann eine große Funktion draus machen, weil da drin können sie mit Go-To springen. Das ist ein Trick. Aber das, da muss man dann quasi das gesamte Programm en bloc kompilieren und keine Separate Compilation machen und sowas. Die anderen verwenden alle Trampolins. Oder ein ASM. Man kann hier natürlich auch, wenn ich jetzt ein GCC bin, da kann ich hier auch sagen, ASM, Jump, irgendwo hin. Ich muss nur darauf achten, dass mein Stack immer in Ordnung ist. Also das heißt, dass ich das Stack wieder aufräume und entsprechend nicht doch einen Stack grau kriege. Also das ist ein bisschen vorweggenommen, aber weil wir hiermit eigentlich jetzt schneller durchgekommen sind. Nächste Woche fangen wir an mit C. Das reicht jetzt diese Woche nicht mehr, es lohnt jetzt auch nicht nochmal anzufangen. Aber in C werden wir diese Continuations dann so implementieren, und zwar gleich vom Start. Also, dass sie sich mental schon darauf vorbereiten können. Da wird es nicht mehr rekursiv, weil wir werden den Stack quasi vergessen, den Systemstack, und werden unseren eigenen Stack halten. Die Frage, die Sie sich überlegen können, was vielleicht gut ist, wie kann man dieses New Cont optimieren? Gibt es da vielleicht Möglichkeiten? Können Sie vielleicht auch schon mal googeln oder sich Gedanken machen? Vielleicht ein paar Hinweise. Einer ist, man kann da natürlich eine Kette von bereits allokierten Continuations sich merken und einen Return, wenn ich wieder zurückgehe, brauche ich eigentlich nur die Kette entlang hangeln. Letztendlich. Warum ich diese Kette haben will, ist, wir werden irgendwann einmal diese Continuations auch als First-Class-Lisp-Objekte haben. Das heißt, man wird irgendwann mal sagen, gib mir mal die Current Continuation, und dann kann ich die in eine Variable ablegen und kann dann sagen, mach da wieder weiter, dann kann ich nämlich ganz tolle Kontrollstrukturen mir basteln. Ganz verrückte Sachen. Also, dass eine Funktion mehrfach returnt oder solche Dinge macht. Backtracking. Threading kann man damit implementieren. Auf User-Ebene, auf Library-Ebene, ohne dass man irgendein System sofort braucht. Gut, für heute machen wir Schluss. Ich danke Ihnen.